meine lieben Autogramm-Hunter, und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einer weiteren Serie hier auf meinem Kanal. In dieser Serie werde ich euch meine Platin-Trophäen, die ich so bei der PlayStation 3 und bei der PlayStation 4 achieved habe, vorstellen. Und wir fangen jetzt mal mit meiner allerersten Platin-Trophy an, nämlich mit WWE 2K16 auf der PS3. Da habe ich ja auch schon mal ein Trophäentipp-Video rausgehauen auf meinem Hauptkanal, aber wir schauen uns jetzt trotzdem nochmal an. Wir gehen einfach von ganz unten durch. Und ich sag kurz mal was, wir fangen an mit der Stone Cold Setzo Trophy. Das ist eine ziemlich einfache Trophy eigentlich, da muss man einfach den Showcase-Modus durchspielen und dann kriegt man die Trophy, indem man die ganzen Videos anguckt. Dann What, da muss man dreimal aus dem Pin rauskommen, das ist etwas schwieriger, aber das kann man trotzdem easy schaffen. Dann die Don't Trust Anybody Trophy, schieße alle Spezialziele ab, ist auch relativ einfach. Dann Wrestling Erbe, schieße alle Ziele ab im Showcase-Modus einfach. Schieße alle Bonus-Matches ab, das kommt eh automatisch meistens. Dann schieße das Austin für 16-Szenario ab, das kriegt man immer, sobald man den Modus durchspielt. Und jetzt kommen wir zu den zwei schweren Trophäen, die manche Spieler auch daran gehindert haben, sich die Platin zu holen, nämlich einmal Ringexperte. Spiele alle wählbaren Matchtypen im Ranglistenspiel. Das Problem bei der Trophy ist eben, auf der PS3 sind so gut wie keine Leute mehr online. Und das ist halt dann relativ doof. Und besonders die zweite Trophy, wo auch ziemlich kacke ist, ist die 100 Kämpfe Trophäe, weil da muss man 100 Spiele online spielen und da sind am Tag allerhöchstens 40 Leute online vielleicht. Also ja, ist auch ziemlich schwierig, da einen Gegner zu finden. Und Matches, wo da eben auch so zum Beispiel welche gequittet sind oder wo wir welche gehackt haben, das geht da leider auch, zählen da nicht. Das ist doppelt doof. Dann Superstar stellen, dann der Ring gehört mir, in der Städte Arena machen und dann da drin spielen. Dann eben die Tagesschau Magisch Trophy, die kriegt man meistens auch automatisch, wenn man so ein paar OMG-Moments mal ausführt. Dann Suplex City ist eine relativ einfache Trophy, wenn man einfach die Finisher von Brock Lesnar ändert, entweder zu einem German Suplex 4 oder einem Berg Suplex 2 und sich dann unendlich Finisher gibt, dann kann man sich die Trophy easy holen. Dann klopf, klopf, klopf. Ziemlich einfach. Unbekannter Veteran, auch einfach. Der Meister der Umkleidekabine ist relativ zeitaufwendig, aber auch einfach. Der Matchmaker, einfach. Einfach, indem man sich einfach unendlich Finisher gibt und dann dürfte es auch klar gehen. Dann der Winner ist you. Gewinne 20 Matches auch schwer. Ist wirklich nicht schwer. Dann befördert deinen Gegner durch eine Ansage. Natürlich kommt meistens automatisch, sobald man es mal macht. Die Trophy ist relativ doof, weil man dafür mehrere Versuche machen muss, bis man die mal bekommt. Dann das da ist auch ziemlich einfach. Siegerkombination. Ich habe mir schon einmal gezeigt, deswegen gehe ich da schnell durch. Auch einfach. Das ist halt, da muss man genaues Timing haben, aber das ist auch ziemlich einfach. Comeback ist einfach. Da muss man einen Finisher kontern, ist auch easy. Dann Curbstomp beim AKO Catch Finisher kontern, richtig cool. Dann was haben wir hier noch? Ja, WrestleMania Hauptkampf, was Royal Rumble Sieger, einfach zum Royal Rumble simulieren und dann gucken, wer da gewinnt und dann mit dem eben das Hauptmatch gewinnen. Spiel und gewinne 50 Matches, auch einfach. Dann hier, gewinne Money in the Bank mit einem erstellten Superstar. Ja, da habe ich mal meinem Superstar richtig klasse Moves gegeben und ihn auf 100 gepimpt und dann nochmal 6 andere erstellt mit einer Stärke von 1 und dann war das auch relativ einfach. Feeling vs. Scorpion, ja. Ist auch ziemlich einfach. Das soll ultra selten sein. Ah, alles klar. Dann eben die Platin. Alle Trophäen erlangt, Platin. Ja, also auf jeden Fall, die Trophy kann man sich in 2-3 Tagen ungefähr holen, wenn man suchtet. Und wenn man ganz normal spielt, so wie ich es damals gemacht habe, dauert es vielleicht 2 Wochen oder so. Zumindest für die Online-Trophy, wenn man da alle paar Tage mal das Ding einschaltet, dann ist es halt relativ easy. Und ja. Das ist jetzt meine erste Platin-Trophy gewesen und auf jeden Fall werden es, denke ich mal, noch deutlich mehr werden und die werde ich dann auch alle live holen. Also während der Aufnahme hole ich mir dann die Platin-Trophys davon. Weil das da wollte ich zwar eigentlich auch aufnehmen, aber das Problem war einfach, das kam so unerwartet, weil das war die letzte Trophy, wo ich holen musste, war noch das mit den 100 Spielen online machen. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja komm, ein Match geht noch, bevor du mal aufnimmst und dann eben... genau nach dem Match schnell die Trophy aufgepoppt, war relativ doof, aber naja. Und ja,
Leute, ich würde sagen, das wäre es dann auch mit der Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch natürlich immer gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!